Wir können es nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum leisten für ihr. Aber sie können sich die Mondlandungslotterie leisten. Wenn sie dieses Haus verkaufen, können sie es definitiv. Nein. Diese Dinger, die Diagnose steht fest. Ja, genau genommen haben wir uns selten. Wussten Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krankenversicherungsleistungen bekommen? Tatsächlich, sie beide, sie und ihre Liebste. Ja, jetzt versuchen sie alles Mögliche. Vor die Reifen für Lau im A. Sie war eine Hochzeit, tolle Sache. Wär's mit einem Rätsel? Rat mal, wo ihr ganz mondän Flitterwochen machen könnt. Ja, peinliche Fehlversuche. River? Ja, bitte einmal den Erinnerungen umbasteln. Verdammtes Glas, rutschig. Johnny, John. Was zur Gurke? Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammten langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut, du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Euer Film. Siehst du, das meine ich. Wie auch immer, so kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir Pause bis morgen früh. Hoffentlich hält Jolly bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen. Ja, Eva sitzt da und starrt auf den Leuchtturm. Das macht keinen Sinn. Wieso hat die Maschine nicht funktioniert? Joys Wunsch zum Mond zu fliegen wurde erfolgreich übertragen. Trotzdem gab es nach dem Transfer kein einziges Anzeichen dafür, dass er zum Mond wollte. Es sei denn, eine zweite Bedingung für seine Sehnsucht wurde dabei mitgeändert. Nur dann könnte der gleiche Wunsch zu zwei verschiedenen Ergebnissen unter unterschiedlichen Zeitpunkten führen. Ohne Zweifel spielt River eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Wenn es also irgendwas gibt, das diese Veränderung verursacht haben kann, dann wäre sie die Hauptverdächtige. Aber was genau ist die Ursache? River? Was genau hast du getan? Ah, die Sonne geht auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich frage mich, ob Neil etwas herausgefunden hat. Ja, haben wir neue Notizen oder so, die ich nicht bemerkt habe? Oh, Johnny ist im gelben Bereich mittlerweile. Das ist nicht so schön. Igitt, man kann das vom nie befahrene Eichhörnchen den kompletten Weg bis hierher riechen. Gibt's was Neues? Wie geht es, John? Wir verlieren ihn. Was treiben Sie denn? Wir sind einfach nicht vorwärts gekommen. Tun Sie etwas, wir haben nicht mehr viel Zeit. Falls Sie Ihren Kollegen suchen, ich glaube, er ist in der Küche.
Also ab in die Küche. Nein, den Teil verstehe ich aber. Okay, hast du das in den Akten gegengecheckt? Und warum nochmal wurde uns diese Information verschwiegen? Oder dem Arzt in diesem Fall? Woher hast du den Kaffee? Sch. Sprichst du mit der Zentrale? Ja, ich erkläre es dir später. Also, pst. Ich dachte, ich hätte ihn bei Johnnys Bett gelassen. Oh ja, wo hast du den gefunden? Ich dachte, du hast mir den Mund verboten. Vorübergehende Redeerlaubnis erteilt. Ach, was bin ich für ein Glückskind. Also, den Hasen habe ich letzte Nacht im Leuchtturm gefunden. Die sind noch haufenweise mehr von den Dingern im Keller auch. Aha, hm. Okay, Erlaubnis wieder entzogen. Der letzte Papierhase, den River Johnny gegeben hat. Aber Mom, ich will nicht zur Schule. Es ist Sonntag, Liebling. Lassen Sie sie schlafen. Da sind ein paar Bücher rausgefallen. Ja, Bücher ins Regal. Vielleicht ein andermal. Das Buch liegt immer noch draußen. Die Kinder sollten doch zeitig ins Bett gehen. Ich hätte nach ihnen sehen müssen. Nun ja, es sind aber auch keine alltäglichen Umstände. Ich weiß aber, ich bin einfach zu erschöpft. Sicher geht es ihnen genauso. Ich muss mich wirklich hinsetzen. Wenn sie mich noch etwas fragen wollen, lassen sie mich bitte erst Platz nehmen. Gut, im Badezimmer ist nichts, außer das Licht, das wir machen können. Truhe ist verschlossen. Dann lassen wir sie mal Platz nehmen. Oh, wollten Sie mich noch etwas fragen? Lilly, wissen Sie, es ist ziemlich ungewöhnlich, dass jemand wie Sie hier arbeitet. Ich meine, mit zwei Kindern unter dem. Ach, das geht ganz gut, wir kommen zurecht. Es gibt auch einen Schulbus, der hält nicht weit von hier. Was hat Sie überhaupt hierher verschlagen? Nun, vor einigen Jahren ist mein Mann ums Leben gekommen. Was ist passiert? Der Krieg, er war in der letzten Einheit, die nach Übersee geschickt wurde. Das tut mir sehr leid. Ich war in Panik, wir hatten wenig erspart und es gab keine Jobs. Johnny sah meine Anzeige und bot mir diese Stelle an. Ich nahm sie dankbar an. Dieses Haus, es war so friedlich, das half mir, meine Trauer zu überwinden. Zahlt die Regierung denn nicht Renten, um Kriegswitwen wieder auf die Beine zu helfen? Doch schon, es dauerte, aber schließlich bekam ich etwas Unterstützung. Inzwischen hatte sich Johnnys Zustand aber verschlechtert, er brauchte meine Hilfe. Tommy und Sarah gefiel es hier, also sind wir hier geblieben. Und Johnny, er war so froh darüber. Wir werden ihn vermissen. Ich glaube, tief im Herzen wünschte Johnny sich eine Familie. Ich glaube, tief im Herzen wir. Was werden Sie ihnen erzählen wegen John? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich mir was ausdenken, aber es wird sowieso nichts bringen. Die Kinder von heute sind clever. Sie werden dahinter kommen. Ist auch in Ordnung. Das ist der Lauf des Lebens. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Das ist Ihr Vollzeitjob, nicht wahr? Was werden Sie tun, wenn das hier vorbei ist? Was kann ich schon machen? Zurück in die Stadt, eine Stelle suchen und weiterleben, denke ich. Aber es ist schon traurig. Ich werde Johnny und das Haus vermissen. Vielleicht komme ich aber mal wieder hierher auf einen Besuch. Oh, hey. Bevor Johnny das Besuchsfeld verlor, erzählte er mir, dass sie beide bald eintreffen würden. Er sagte, dass er wahrscheinlich nicht mehr selbst die Gelegenheit dazu haben würde, deshalb bat er mich, ihnen zu danken. Also, vielen Dank.
Ja, gucken wir mal, ob Watts was Neues zu erzählen hat. Was ist? Es scheint, als gäbe es vertrauliche Akten aus Johnnys Kindheit. Vertrauliche Akten? Vertrauliche Krankenakten, um genau zu sein. Offenbar hat er während seiner Kindheit eine nicht unbeträchtliche Menge Beta-Blocker verabreicht bekommen. Und was für ein Zufall, die haben eine klitzekleine Nebenwirkung auf sein komisches Ding namens Gedächtnis. Beta-Blocker? Johnny hatte keine Herzprobleme, oder? Anscheinend nicht. Was uns zur Frage führt, ob diese Nebenwirkungen nicht die eigentliche Absicht waren. Vor allem bei derart großen Mengen. Der Einfluss auf sein Erinnerungsvermögen muss immens gewesen sein. Du meinst, das hat uns den Weg zu seinen Kindheitserinnerungen versperrt? Jedenfalls ist es kein Maschinenfehler, so viel kann ich dir sagen. Die IT-Abteilung hat mich ganz schön angemotzt, weil ich sie beschuldigt habe. Und was jetzt? Ich habe die Frequenzmodifikation bekommen. Mit denen können wir die Barriere überwinden. Und wenn wir erstmal in seiner Kindheit angekommen sind, ist es sicher früh genug, um den Wunsch erfolgreich zu übertragen. Worauf warten wir dann? Es gibt da noch eine Sache. Oh, natürlich, es gibt immer noch eine Sache. Um die neuen Frequenzen zu aktivieren, brauchen wir einen Auslöser. Ein Auslöser? Etwas, das in den versperrten Erinnerungen sehr stark präsent ist. Und wir müssen es Johnny geben, damit er seine Erinnerungen wecken kann. Und wie sollen wir das machen? Wir wissen so gut wie nichts über seine Kindheit. Und selbst wenn wir ein Kindheitsfoto finden, John ist nach wie vor bewusstlos. Ja, also sind wir keinen Schritt weiter. Weißt du, seit Noahs Fall letztes Jahr hatten wir keinen Auftrag mehr, der mich so saumäßig genervt hat. Geht mir genauso. Das bringt mich noch um. Ich gehe mal etwas frische Luft schnappen. Hab meinen Kaffee vergessen. Notiz Beta-Blocker erhalten. Beta-Blocker, ein Medikament mit erinnerungsbeeinträchtigenden Nebenwirkungen. Ja, nehmen wir den Hasen mal mit. Nein, können wir nicht. Es stinkt. Hör auf, ständig rein und raus zu rennen. Das überfahrene Tier, Eva, es stinkt. Ich weiß, daran bist du schuld, du hast es überfahren. Was ist los? Die Kinder schlafen noch. Moment mal. Die letzte Erinnerung, die, wo wir feststecken, sie hatte denselben Geruch. Worüber reden Sie beide? Die Geruchsrezeptoren sind direkt mit dem limbischen System des Gehirns verbunden, Lilly. Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Ich, was? Er meint, dass der Geruchssinn wahrscheinlich der effektivste Sinn ist, um Erinnerungen zu wecken. Wir können den Geruch als Stimulanz benutzen, um einen Weg zu seinen Kindheitserinnerungen freizulegen. Und das Beste, obwohl Johnny bewusstlos ist, ist er immer noch empfänglich dafür. Ich glaube, ich habe irgendeinen wichtigen Zusammenhang verpasst. Okay, das ist gut. Das ist fantastisch. Jetzt muss nur noch etwas von dem Tier. Musst du nur noch etwas von dem Tierkadaver holen. Ja, ich werde. Moment mal, warum sollte ich das Tier holen? Du hast es überfahren. Genau, ich habe meinen Beitrag geleistet. Oh, du mieser Bastard. Naja, wenn es ihnen hilft, sie. Sie könnten meine Handschuhe haben. Es sind zwar eigentlich keine Wegwerfhandschuhe, aber das wird sich danach vermutlich ändern. Aber sorgen Sie dafür, dass die Handschuhe danach nicht einmal mehr in die Nähe dieses Hauses gelangen. Das überfahrene Eichhörnchen wird trotzdem rein müssen. Oh Gott. Ja, wir haben blaue Handschuhe. So, ich würde gerne jetzt das Eichhörnchen holen. Und dann, bevor wir wieder in die Erinnerungen springen, das Spiel speichern. Der Ball liegt übrigens immer noch hier.
Déjà-vu. Wir lebendigen Eichhörnchen sind sicherlich nicht happy darüber, dass das andere Eichhörnchen tot ist. Wenigstens hat es aufgehört zu qualmen, ja, wenn es draußen geregnet hat. Wo mich dieser Job überall hinführt. Es ist zu gefährlich, infektiöses Material von einem überfahrenen Tier einfach so nach drinnen zu bringen. Mit der versiegelten Box sollten wir wenigstens den Geruch in den Griff bekommen. Wo gehen Sie hin? Ich. Für kleine Doktoren. Dafür gibt es eine Toilette. Pures Chaos. Der Aufprall hat sich durcheinander geworfen. Mal sehen. Ah, hier ist sie. Hermetisch versiegelbare Box erhalten. Jetzt brauchen wir noch etwas von dem dreckigen Kadaver. Das Schmerztabletten. Das sind wohl nichts Schmerztabletten. Der Versicherungsaufschlag wird verdammt wehtun. Bah. Box mit Verwesungsgeruch erhalten. Ja, wir haben einfach den Geruch in der Box eingeschlossen. Watt sucht jetzt wohl seine Schmerztabletten oder sowas. Oh, hey. Hast du das überfahrene Team mitgebracht? Alles bereit. Schön, dann leg schon mal los. Ich bin gleich wieder da. Neil? Ich habe Schmerztabletten gefunden. Ich glaube, es sind deine. Hey. Darf ich fragen, warum du die verschrieben kriegst? Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber. Oh Mann, das wird jetzt peinlich. Vor ein paar Tagen bin ich gegen eine Betonwand gelaufen. Du bist einfach so gegen eine Betonwand gelaufen? Was soll ich sagen? Ich hatte wirklich tiefschürfende Gedanken. Du weißt ja, wie abwesend ich dann bin. Das sind ziemlich starke Tabletten hier. Es war auch eine ziemlich starke Betonwand. Da kommt zusammen, was zusammen gehört, sag ich mal. Wer auch immer, du hast das überfahrene Tier, ja? Dann los, unsere Johnny stirbt da drüben. Neil, du bist nicht abhängig, oder? Machst du Witze? Ich würde mir eher eine Überdosis reinziehen, als so einen Mist anzufangen. Zumal er sogar nicht hätte Auto fahren dürfen, wenn er unter Schmerztabletten steht. Wenn wir an exakt diesem Punkt angekommen sind, gebe ich das Signal. Sobald ich das tue, öffnen Sie bitte das Ventil für etwa 3 Sekunden. Sicher. Wurde aber auch Zeit, dass du auftauchst. Sicher, dass keine Keime entweichen können? Alles versiegelt und durchgefiltert. Nicht, dass es einem toten Mann noch viel ausmachen würde. Sie wollten wissen, dass sich Joyce Zustand rapide verschlechtert. Es könnte ihre letzte Chance sein. Was immer sie beide da drin vorhaben, ich wünsche ihnen viel Glück. Glück ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Dritter Akt. Ja, schon im dritten. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir.
So, wir sind wieder an der Stelle. Gehen wir. So, und ich würde mal sagen, wir gucken mal kurz. Oh ja, Herzmonitor ist rot. Box mit Verwesungsgeruch hat keine Beschreibung. Ja. Dann würde ich sagen, speichere ich hier mal das Spiel. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder in der nächsten Aufnahmesession. Oder halt nächstes Wochenende. Also, bis dann.